Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video auf meinem Kanal, das kein Let's Play ist. Und zwar habe ich jetzt das Samsung Galaxy S7 Edge und ich möchte heute mal einen Test machen. Und als Gegner habe ich heute die Sony Nex 6, eine wirklich gute Kamera. Und dann geht's jetzt los. Es fängt immer mit den Sony-Bildern an und dann kommen die vom Samsung. Das Samsung hat ein Format von 4 zu 3 und die Sony hat 16 zu 9. Das seht ihr hier immer rechts, dass beim Samsung da noch ein kleiner Rand ist. So, jetzt hier zum Beispiel, das ist wieder Sony. Und man sieht, es ist nicht ganz scharf, wenn man näher rangeht. Hier beim Samsung ist es auf jeden Fall besser. Schönere Farben, aber halt meistens nicht ganz realistisch. Da habe ich unseren Hund fotografiert. Auch gut, aber nicht sehr gut. Und da kann man jetzt gleich beim S7 Edge erkennen, dass das ein bisschen besser ist. Das Gras ist mir ein bisschen zu gelblich manchmal. Aber sonst ist das Bild doch ziemlich gut geworden. Ich weiß nicht, ob der Hund sich da mehr bewegt hat. Das kann ich jetzt nicht ganz genau wissen. Und hier habe ich versucht, mit Hintergrund und Schärfe nochmal zu probieren, aber das geht beim Samsung besser. Das kommt auch gleich jetzt. Das sieht man, der Anfang ist total scharf und dann wird es hinten unscharf. Perfekt. So muss das aussehen. Und jetzt kommt hier das nächste Bild. Auch hier wieder die Nase ein bisschen unscharf, was ein bisschen schade ist. Aber sonst von den Farben her sehr realistisch. Das finde ich bei der Kamera halt toll. Da finde ich hier wirklich, es ist zwar scharf, aber hinten viel zu gelblich alles. Das ist ein bisschen doof. Jetzt kommen wir zu dunkleren Aufnahmen. Also eigentlich nur zwei. Hier jetzt wieder bei der Sony Nex 6. Nicht ganz so scharf und auch nicht ganz hell. Und jetzt hier sieht man beim Samsung S7 Edge, dass das hier ein bisschen besser ist. Aber man denkt halt irgendwie, es ist so wie ein Weichzeichner. Die Linien sind alle nicht so richtig stark. Man braucht ein bisschen stärkere Konturen, finde ich. Ich habe jetzt übrigens bei beiden Kameras im automatischen Weißabgleich genommen. Alles automatisch, nichts extra eingestellt, damit ihr wisst, wie ihr, wenn ihr da einfach drauf drückt, wie die Fotos werden. Ich habe jetzt aus Versehen hochkant gemacht. Das war nicht extra. Und hier ist jetzt ein Bild, das ist ganz interessant. Vorn beim Sony ist es so, vorne und hinten ist es eigentlich ähnlich scharf und auch ähnlich hell. Der Himmel ist natürlich ein bisschen heller, aber hier ist vorne viel zu dunkel. Also was Samsung da hat, weiß ich nicht. Der Himmel ist schöner, aber vorne, ich weiß nicht, ist nicht so meins. Dann kann man auch hier wieder sehen, das ist auch wieder so im Dunkeln. Achtet jetzt mal auf die Autos nur und auf den Himmel. Es gibt eigentlich nicht viel mehr, aber auf jeden Fall die Autos, seht ihr jetzt hier, sind dunkler und auf jeden Fall auch nicht besser zu erkennen. Der Himmel ist ein bisschen schöner, aber wenn man Autos dann fotografieren will, das ist vielleicht unpraktisch. Weiß nicht, ich habe jetzt einfach mal ein wunderschönes Straßenschild fotografiert, um die Farben zu testen. Hier sieht man, da war auch wirklich so ein Dreck drauf und das ist dann beim Samsung so ein bisschen untergegangen. Aber es sieht natürlich besser aus. Will man es realistisch haben oder will man es schön haben? Beides gibt es beim S7 auch, natürlich. Und ich finde beide Kameras wirklich gut. Hier ist das Hochkantformat anders, das seht ihr gleich. Vom S7 Edge ist es ein bisschen breiter. Übrigens, das S7 und das S7 Edge haben die gleiche Kamera, aber das wissen wahrscheinlich auch schon alle. Ich komme auch ein bisschen zu spät, aber wie gesagt, ich habe das Handy noch nicht so lange. Und so, jetzt kommt hier noch ein Bild gegen die Sonne direkt. Das ist doch ganz gut geworden eigentlich. Da ist auch ziemlich viel scharf und der Himmel sieht gut aus. Und jetzt kann man hier wieder beim S7 Edge erkennen, das sieht wirklich schön aus. Der Himmel ist toll, die Wolken sind detaillierter, aber vorne kann man da nicht so viel erkennen. Und da die Hintergrundunschärfe hat völlig versagt, ist auch klar, das ist jetzt kein Makroobjektiv oder so.
Das klappt hier dann besser. Beim S7 Edge, das sieht echt schön aus, finde ich. Es macht echt Spaß, mit den Pflanzen zu fotografieren. Das ist jetzt wieder bei dunkleren Verhältnissen. Da sieht man, das sind eigentlich immer ungefähr die Farben, die es in echt sind. Hier ist es jetzt wieder ein bisschen gelblicher. Aber auch wieder ein bisschen heller. Was mir persönlicher besser gefällt, aber das muss jeder selbst wissen. Aber bei dem Bild ist klar, dass das schlechter ist als das vom S7. Denn hier ist wirklich nicht viel scharf. Also eigentlich ist es ziemlich unscharf und ziemlich dunkel. Und das macht dann das S7 hier doch besser. Aber hier sieht man auch wieder, vorne zum Beispiel, die Linien sind nicht ganz, die Konturen sind nicht ganz deutlich. Und jetzt kommen noch ein paar Bilder, die ich mit dem S7 Edge einfach so gemacht habe. Ohne Vergleich jetzt. Das sind einfach nur schöne Bilder. Meistens Pflanzen, weil ich die natürlich am liebsten fotografiere. Die sind ziemlich gut geworden, die Bilder. Muss man auch gar nicht oft machen. Da reichen ein, zwei Bilder. Dann ist da meistens eins ziemlich gut bei. Das ist halt bei Samsung echt toll. Also nicht bei Samsung, sondern bei dem Mobil. Bei dem Modell. Sorry, Leute. Krasse Hintergrundunschärfe hier mit schönem Licht. Das hier ist jetzt bei ganz dunkel, aber ich denke, das ist bei vielen Kameras gut. Bei meinem S6 Edge Plus war es auch fast genauso gut. Das hatte ich nämlich vorher. Und da habe ich jetzt mein Kanin, also unser Kaninchen fotografiert. Ich extra ins Gehege gegangen. Und das Bild hatten wir schon. Okay, ja, ist so schön. Da können wir uns das zweimal angucken. Ist ja ein schönes Bild. Und zu guter Letzt hier noch dieses Bild. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Like das Video, kommentiert, teilt es, abonniert den Kanal, wie ihr wollt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Schaut bei meinen Let's Plays auf jeden Fall auch vorbei. Es wird wahrscheinlich keins mehr dieser Art geben, aber wenn unbedingt jemand noch eins will, keine Ahnung wovon. Ich bin ja jetzt kein YouTuber, der jedes Handy hier am Start hat. Deswegen auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und ciao.